Bevor das Video losgeht, möchte ich noch erwähnen, dass 2/3 meiner Zuschauer noch keine Abonnenten sind. Also wenn ihr mich unterstützen wollt, lasst einfach mal ein Like und ein Abo da und jetzt geht's los mit dem Video. Willkommen zurück zu Spaceflight Simulator. Wir sind hier gerade vor der Atlantis 3, die 3. Rakete, wesentlich größer als ihre Vorgänger, kann dafür halt auch einiges mehr tragen. Hier ist die Mikroraumstation, hier oben haben wir das Solarmodul, hier ein kleines Labor und hier ist die Andockstelle für Raumfahrzeuge. Ja, die 2. Stufe ist basiert ziemlich auf der Atlantis 1. Ich habe den ein bisschen kleiner gemacht, andere Landebeine gemacht und ja, das ist sie. Die sitzt auf der riesengroßen Erststufe mit 2 Titandüsen und ja, das bringen wir jetzt in ein Erdorbit. Los geht's. Wir beginnen mit der Drehung. Wir markieren uns die Erststufe, damit wir sie wieder landen können. So, wir bleiben erstmal hier. Wir müssen jetzt nämlich die Erststufe landen. Und
Und jetzt warten wir, bis wir auf einer Höhe von 10 Kilometern sind, damit wir den Eintrittsbrenner machen. Und wir sind schon zu spät. Wenn man nämlich zu schnell ist, kann man später kaum noch abbremsen. Und da bringen auch die Flügel nichts. Beine raus. Und los geht's. Komm schon. Okay, wir sind gelandet. Wir stehen mit 9% Treibstoff über. Das war sehr gut. Wir haben es geschafft. Erste Stufe erfolgreich gelandet. So, ich habe vor, das auf eine Höhe von 300 Kilometern zu bringen, um halt ein bisschen Abstand vom Satelliten zu haben. Okay, 300 Kilometer. Deaktivieren die äußeren beiden Düsen. Dieser Abstieg ist übrigens zweiteilig, einfach aus dem Grund, weil wir sonst zu schnell wären. So, 5000. 15.000 Meter pro Sekunde. Ist ein bisschen schneller als meine anderen Raketen. Liegt aber einfach daran, dass die Rakete kleiner ist. Oder zumindest die Stufe. So, ich mache mich bereit für den Wiedereintrittsschub.
So. Wieder Eintrittsschub. Der bringt uns runter auf 300 Meter pro Sekunde. Ich fahre jetzt die Landebeine aus. Und los geht's. Okay, das war nicht erfolgreich. Ich hatte auch ein bisschen wenig Treibstoff. Aber wir haben ja die Erststufe geschafft und ein bisschen viel Treibstoffübermaß. So, hier ist die Mikroraumstation. Solarmodul wird ausgefahren. Und ja, jetzt haben wir hier eine wunderschöne Kleinraumstation. Hier oben ist noch ein Dockingport, damit wir vielleicht das an eine andere Raumstation anbinden können. Aber ich würde sagen, das überlasse ich einfach euch. Schreibt mir in die Kommentare, ob wir das weiterbauen sollen oder einfach als Mikroraumstation lassen sollen. Ja, das war's mit der Folge, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.